So Leute, willkommen zurück zu Mario Kart 8 hier im Yoshi-Tal und heute wird Deutschland Fußball-Weltmeister. Yay! So nenne ich auch den Titel, Deutschland wird Weltmeister. Das gibt mir ordentlich Klicks. Ne, keine Ahnung, ich nenne den Titel aber echt so. Ich freue mich auf das Spiel, ehrlich gesagt. Wie schaut ihr euch das Spiel eigentlich an? Erzählt mal. Schaut ihr es beim Public Viewing? Schaut ihr es zu Hause mit Familie oder Freunden? Oder weiß nicht, schaut ihr es mit eurem Hund, mit eurer Katze? Oder seid ihr live im Stadion mit dabei? Hey, wenn ihr das seid, dann echt richtig cool. Obwohl, ich muss ehrlich sagen, bis auf das Feeling finde ich das gar nicht mal so cool, im Stadion mit dabei zu sein, denn die Übersicht geht da eher flöten und keine Ahnung. So mega bequem ist es im Stadion auch nicht. Aber das Feeling, das ist da natürlich nichtsdestotrotz megamäßig cool. Das kann man nicht bestreiten. Also wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich es mir auch im Stadion anschauen, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Habe ich leider nicht, deswegen wird es leider nichts damit. Außer vielleicht? Nee, natürlich nicht. Aber vielleicht nächstes Jahr. Nächstes Jahr ist ja auch Fußball-WM. Bestimmt. Of course, mesdames et messieurs. Ich hatte ein einziges Mal die Möglichkeit, das heißt ein einziges Mal, als die EM hier in der Schweiz und in Österreich war, hätte ich mir die EM-Spiele im Stadion anschauen können. Aber da waren mir ehrlich gesagt die Tickets echt zu teuer. Keine Ahnung, wie teuer das genau war. Aber war mir zu teuer und dann teilweise auch zu schnell ausverkauft. Also von dem her habe ich die Gelegenheit nicht genutzt. Nichtsdestotrotz, nochmal, ey, auf dem dritten Platz ein Goldpilz. Ey, das ist nicht schlecht, meine lieben Freunde. So, ich setze ihn aber erst jetzt ein. Oh, hey kleiner Bullet Bill, na, wie geht es dir denn so heute? Was machst du? Hast du gut gefrischt? Das war ja sowas von klar. Das war sowas von klar, Mann. Wieso habe ich's... Mann! Ja, okay, ich habe ehrlich gesagt den Sieg überhaupt nicht verdient. Vielleicht habe ich wenigstens eine der vorderen Platzierungen verdient. Das wäre doch ganz gut. Aber ich glaube es auch eher nicht, dass ich das schaffe. Aber die Hoffnung niemals aufgeben, meine lieben Freunde. Komm, Ramin! Nein! Schade, schade. Schokolade. Wie gesagt, Deutschland wird heute Fußball-Weltmeister. Da bin ich mir relativ sicher. Ja, nochmal mein Tipp, 3-1, oder? Was war mein Tipp im letzten Part? Keine Ahnung, oder im vorletzten Part, ich weiß nicht mehr. Ist ja auch egal. Ihr wisst ja schon, wer ihr wisst schon, wer Vize-Weltmeister geworden ist. Nee, ihr wisst ja schon, wer den dritten Platz belegt hat. Ich weiß es noch nicht, da ich diesen Part hier in der Nacht von Donnerstag auf Freitag aufnehme. Der nächste Part wird auch vorproduziert sein und dann ab dem übernächsten Part weiß ich dann auch, wer Weltmeister ist. Yay! Es wird natürlich Deutschland sein, da bin ich mir gewiss. Aber im letzten Part habe ich auch ja gefragt, ob auch ein Unterschied zwischen den letzten, also zwischen den letzten beiden Videos und den sonstigen Mario Kart 8 Parts aufgefallen ist. Und das habe ich aus folgendem Grund gesagt, denn YouTube hat angekündigt, dass sie 60 FPS erlauben werden, beziehungsweise dass die Videos auch 60 FPS haben dürfen. Bislang hat YouTube es immer so gemacht, egal wie viel FPS es hatte, also nicht egal wie viel, wenn es 5 hatte, das Video, dann hat es die FPS-Zahl natürlich nicht hochstufen können. Aber wenn das Video 70 FPS hat, wurde es runtergestuft auf 30. Wenn es 60 FPS hat, wurde es auch runtergestuft auf 30. Wenn es 30 dementsprechend hatte, blieb es 30. Und YouTube hat die FPS-Anzahl immer auf 30 runtergesetzt. Doch jetzt haben sie angekündigt, dass es auch 45 FPS haben darf und auch 60 FPS. Falls ihr nicht wisst, was FPS ist, ich glaube, jeder von euch weiß das. Nichtsdestotrotz erkläre ich das lieber mal für diejenigen, die es halt nicht wissen. FPS heißt Frames per Second, also Bilder pro Sekunde. Und je mehr Bilder pro Sekunde, desto flüssiger ist das Video dementsprechend. Also wir Menschen erkennen ja schon bewegte Bilder ab 24 Bildern pro Sekunde. Nichtsdestotrotz ist es zum Beispiel
bei Spielen wie hier Mario Kart 8 deutlich besser, wenn das Video 60 FPS hat. Keine Ahnung, ob euch das aufgefallen ist, aber die Videos von Mario Kart 8 sind halt nicht so megamäßig flüssig, weil halt YouTube immer runtersetzt auf 30 FPS. Und ich weiß jetzt noch nicht, ob das jetzt möglich ist, dass man mit 60 FPS hochlädt. Ich habe auf jeden Fall die letzten Parts und auch dieser Part wird hier mit 60 FPS aufgenommen, dann auch dementsprechend gerendert und auch hochgeladen. Also von dem her sollte... Gerade läuft alles schief. Sollte es von meiner Seite aus alles 60 FPS mäßig sein. Und jetzt müssen wir halt nur noch schauen, ob YouTube das schon erlaubt oder ob das erst später der Fall ist. Oh Gott, ich habe den letzten Platz belegt. Das ist ja eine Schande. Man muss auch sagen, ich hatte ein bisschen Pech. Kommt schon, ich hatte Pech, oder? Ich hatte Pech, gibt es zu. Von dem einen Regenbogenboulevard auf den nächsten. Ich hoffe, auf diesem habe ich ein bisschen mehr Glück. Schauen wir mal. Auf jeden Fall, ja, ist es für mich halt, was heißt größere Aufwand. Es dauert halt einfach länger, die Videos zu rendern und dementsprechend auch hochzuladen, wenn ich mit mehr FPS aufnehme. Aber für die Qualität würde ich es auf jeden Fall tun. Also die Videos werden wahrscheinlich, ich habe es jetzt nicht genau angesehen, aber ich kann mir vorstellen, dass sie doppelt so groß werden und dementsprechend vielleicht nicht unbedingt doppelt so lang rendern, aber auf jeden Fall, ja, vielleicht doch doppelt so lange rendern und auch doppelt so lange hochladen dann vielleicht. Weiß ich nicht. Aber kann ich mir vorstellen, weil wenn es die doppelte Anzahl an Bildern hat, dann... wäre es irgendwie ein bisschen logisch, dass es halt auch doppelt so lange geht und die doppelt so groß sind. Aber ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall weiß ich noch nicht, ob YouTube das Feature zulässt und deswegen habe ich auch die Frage gestellt. Ich könnte es mir selbst natürlich anschauen, aber ich wollte auch dann sehen, wenn es halt der Fall ist, wenn die Videos tatsächlich 60 FPS haben, wollte ich dann halt auch sehen, ob ihr den Unterschied merkt. Also ich finde, der Unterschied ist deutlich sichtbar. Also wenn ich hier spiele, läuft es auf jeden Fall tausendmal flüssiger, als ihr es halt auf YouTube seht. Auf YouTube ist es, finde ich, noch immer akzeptabel. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mir denke, oh Gott, muss ich jetzt bei dem Video kotzen. Sondern man merkt halt einfach einen Unterschied. Man merkt halt einen Unterschied, vor allem, wenn man es gewohnt ist, auf einer höheren FPS-Zahl zu schauen. Da merkt man ganz klar den Unterschied. Und ich glaube, auch als Zuschauer sollte man das merken. Aber ich merke es auf jeden Fall. Vielleicht ihr auch, wahrscheinlich ihr auch. Bisschen mehr Glück hatte ich schon auf dieser Strecke, aber man muss auch sagen, so gut bin ich nicht gefahren. Nun gut, vielleicht jetzt als nächstes kein Regenbogenboulevard. Wäre mal eine Abwechslung, wäre ganz nett. Bitte, Spiel. FPS hier, FPS da, bliblablub. Wo wir gerade bei FPS sind, wusstet ihr, dass PS, also Pferdestärken, also wusstet ihr, was das heißt? Wahrscheinlich schon, ja. Aber wusstet ihr, dass ein Pferd meist mehr als eine Pferdestärke hat? Wusstet ihr das? Zum Beispiel, ja, Rennpferde oder so, die sind auf jeden Fall schneller als ein PS. Obwohl es ein bisschen unlogisch ist, aber kann man auch ähnlich sehen wie bei den Menschen. Zum Beispiel, nehmen wir mal an, die Fahrzeuggeschwindigkeit wird durch Menschenstärke gemessen. Und ich bin eine Menschenstärke schnell. Und so ein Usain Bolt, der ist deutlich schneller als ich natürlich. Und der kann dann nicht auch nur eine 1 MS schnell sein. Der ist dann wahrscheinlich ein Usain Bolt S schnell. Nee, der ist dann wahrscheinlich, keine Ahnung, 2 MS schnell. Oder so. Versteht ihr? Versteht ihr? Es ist aber wirklich so. Ein Pferd ist schneller als ein PS. Also, es gibt natürlich auch Pferde, die genauso schnell sind wie ein PS. Aber es gibt halt auch Pferde, die schneller sind. Ja, wollte ich einfach mal gesagt haben, nur damit ihr es wisst. Nee, aber dieser, zurück zu den FPS, diese ganze Qualitätswahn, oh, alles muss qualitativ besser sein. Ich sehe es ehrlich gesagt so ein bisschen bedenklich.
Also klar, ich finde es auch schöner, muss auch ganz klar sagen, wenn die Qualität besser ist. Meine Audioqualität werde ich demnächst auf jeden Fall nicht verbessern können, weil ich habe sie echt schon richtig, also ich finde meine Audioqualität ist richtig gut, weil ich habe halt das dementsprechende Equipment. Was die Videoqualität anbelangt, könnte ich jetzt natürlich auf 4K hochstocken und so, bliblablub, aber ich sehe momentan jetzt nicht unbedingt megamäßig den Sinn darin. Natürlich, wenn das Video allgemein eine höhere Auflösung hat und eine höhere Qualität hat, dann wird auch die Qualität von 1080p Videos besser. Also versteht ihr? Das Spiel hier hat ja keine 4K, unterstützt es nicht. Aber selbst wenn ich das Video auf 4K hochlade und ihr schaut es auch auf nur HD an, dann ist selbst auf HD die Auflösung besser, als wenn ich es einfach normal in HD hochladen würde. Versteht ihr, was ich meine? Weil YouTube komprimiert die Videos ganz seltsam. Das ist irgendwie voll seltsam halt. Deswegen habe ich ja gesagt, dass es seltsam ist. Auf jeden Fall, ich erzähle gleich weiter. Also was diesen Qualitätsboom angeht, muss ich da jetzt nicht überall mitziehen. Wie gesagt, audiotechnisch werde ich mich vielleicht bis zum Ende meiner Let's Play-Karriere, wann auch immer die sein sollte, werde ich mich wahrscheinlich nicht verbessern, weil ich habe also jetzt nicht das Maximum rausgeholt, aber ich würde sagen, mein audiotechnisch, was mein Audio-Equipment anbelangt, bin ich besser ausgestattet als 95% der anderen Let's Player und da muss ich jetzt nicht unbedingt das allerbeste haben und so irgendwie ein paar Milliarden Euro dafür ausgeben, sondern das, was ich jetzt habe, war auch schon teuer und wie gesagt, so viel mehr geht da halt auch nicht mehr. Was die Videos angeht, weiß nicht, ich sehe durchaus den Sinn darin, gewisse Videos in 60 FPS hochzuladen. Zum Beispiel, wie gesagt, hier Mario Kart 8 Videos. Die werde ich auch, wenn das Feature verfügbar ist, ich werde es ab jetzt immer so machen wahrscheinlich. Aber ihr werdet den Unterschied erst sehen, wenn das Feature verfügbar ist. Also werde ich alle in 60 FPS hochladen. Und bei Ego-Shootern ist das natürlich auch, ich würde fast schon sagen Pflicht, jetzt nicht unbedingt Pflicht, aber es sieht auf jeden Fall deutlich besser aus, aber wie gesagt, bei diesem 4K-Gedöns muss ich jetzt vorerst nicht mitspielen, weil im Endeffekt sind es halt in Anführungs- und Schlusszeichen nur YouTube-Videos, die ich hobbymäßig mache und gib mir was Gutes, nein, ich habe gehofft, dass ich die Hupe bekomme, aber nichts da. Wie gesagt, es sind in Anführungs- und Schlusszeichen nur YouTube-Videos. Wenn ich mir Gedanken drüber mache, wie es war, als ich angefangen habe mit Let's Plays, ey, da war HD, also 720p, das war schon das Nonplusultra, wirklich, das war das Größte. Ich habe meine ersten Videos nur in SD, also, nicht SD, sondern, wie heißt es, HQ, glaube ich, genau, High Quality hochgeladen, also 480p und das hat zum damaligen Standpunkt voll und ganz gereicht. Heute ist alles ein bisschen professionalisiert worden und man muss sich dementsprechend auch anpassen, aber irgendwie vermisse ich da dann teilweise auch dieses Laienhafte, muss ich sagen. Also ich will nicht sagen, dass ich hochprofessionell bin, das auf keinen Fall. Aber man muss sich halt irgendwie anpassen. Bis zu einem gewissen Grad verstehe ich es auch. Ich finde es auch besser, wenn das Video rauschfrei ist und die Audioqualität klar und deutlich ist. Gefällt mir auch besser, wenn das Video scharf ist und wie gesagt nicht irgendwie ruckelt, weil es so wenig FPS sind. Aber irgendwo ziehe ich dann auch den Schlussstrich, muss ich sagen. Nun gut, das war's mit diesem Video. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, meine lieben Freunde. Bis dahin, schönen Tag. Mein Mii dance noch ein bisschen ab. Schönen Tag noch, alles Gute und tschüdli!